ihr wieder bei einem neuen Gitarrenvideo. Entschuldigung nochmal, dass es so lange gedauert hat. Bei mir sind irgendwie 4, 5 Aufnahmen in den Arsch gegangen und dann wollte ich sie nicht so hochladen. So, aber jetzt erstmal. Heute gibt's 2 Lieder, die ihr lernen könnt, wenn ihr wollt. Das eine ist in wenigen Minuten zu lernen, das andere aber auch schon in wenigen Stunden. Also damit meine ich jetzt 1, 2 Stunden konzentrierten Übens und das Lied habt ihr drauf. Ja, zunächst einmal mit dem einfachen Lied. Das ist jetzt auch gleich nämlich schon die Basis für das nächste. Und zwar geht es dabei um das Theme von Blues Brothers. Genau, jetzt fange ich damit schon wieder an. So, also, das Theme kennt ihr wahrscheinlich. Moment. Da bin ich jetzt aus Versehen mit dem Fingernagel gegen die Seite gekommen, das tut mir leid. So, auf jeden Fall ist es einfach zu spielen. Zuerst einmal, die rechte Hand spielt nur Achtelschläge. Ich fange immer an mit, spielt nur Achtelseiten. Und die alle auch nur auf der tiefen E-Seite, also auf der obersten Seite. Die linke Hand greift, und zwar so, 2 frei. Dann der Zeigefinger oder Mittelfinger oder wie auch immer ihr es machen wollt, kommt auf den 2. Bund. Dann wieder ein frei. Dann wieder auf den 3. Bund. Dann wieder frei. Dann der 5. Bund. Und der 3. Bund. Und das alles halt im 8. Schlag. Ihr könnt das natürlich auch, je nachdem, eurem Schlagtempo anpassen. Wenn ihr jetzt total Anfänger seid, könnt ihr auch so machen. Oder ihr macht es mit einem Finger. Aua, Entschuldigung. Das geht allerdings nicht so gut, wie ihr gerade gesehen habt. Sonst muss man hier mal so rüber sliden und das hört sich echt scheiße an. So. Das war schon das erste. Ich werde hier jetzt wahrscheinlich irgendwo ein Video einblenden. Dazu könnt ihr das üben. Das hilft euch, das richtige Tempo zu behalten. Und ja, das war's dann auch. Jetzt das zweite Lied. Davon habe ich jetzt ausnahmsweise mal 2 Versionen vorbereitet. Und zwar ist es Smoke on the Water. Habt ihr sicher auch schon in der Beschreibung gelesen. Wenn nicht, dann wahrscheinlich im Titel. Und ja, ich spiele es euch mal kurz vor. Ich spiele euch die einfache Version vor. Das war die einfache Version. Ja. Ihr habt schon gesehen, ich habe immer mit 2 Fingern gegriffen. Und zwar greife ich mit denen aber immer auf derselben Höhe. Das heißt also, ich werde immer nur sagen, 3. Bund, 2. Bund, 25. Bund, je nachdem. Das ist jetzt einfach so, dass ich das sage. Da muss ich das nicht sagen, was weiß ich, Zeigefinger, Mittelfinger oder Ringfinger, Mittelfinger oder kleiner Finger und Mittelfinger oder wenn ihr wollt auch Daumen und Mittelfinger greifen das und das. Sondern ich sage einfach nur 3. Bund, 2. Bund, 25. Bund, zum Beispiel. So, hier werden auch diese beiden Seiten gespielt hier. Und zwar die D- und die G-Seite. Das sind die beiden hier. Das sind die beiden mittleren Seiten. Also die erste, die letzte Stahlseite und die erste andere Seite. Ich habe vergessen gerade, wie das Material heißt. Habe ich verzeiht mir. Auf jeden Fall, die spielen immer gleichzeitig. Und das hört sich jetzt wahrscheinlich ziemlich komisch an, aber wenn ihr das nicht gleichzeitig hinkriegt, so wie ich manchmal, dass sich das so anhört, entweder bindet ihr dann eure Finger zusammen, das habe ich ausprobiert, das funktioniert wirklich echt gut, ich hoffe, man sieht es überhaupt, was ich hier mache, und dann klappt das schon. Und irgendwann drückt ihr sie einfach nur noch gegeneinander, also so, und immer, ganz wichtig, geht nach oben weg. Das habe ich sonst in meinen Videos vergessen. Immer schön nach oben weggehen, sonst klingt die Seite nicht frei, wenn ihr so macht. So. Und dann geht's jetzt los. Es geht los, einmal frei. Dann 3. Bund.
Dann frei. Ne, dann fünfter Bund, verdammt, vergesst es. Dann wieder frei. Dann wieder dritter Bund. Dann sechster Bund. Dann fünfter Bund. Dann, Moment. Ne, gut. Dann wieder eine frei. Dann der dritte Bund. Dann wieder der fünfte. Gleich im Anschluss wieder der dritte. Und wieder frei. Das Tempo sollte ungefähr so sein, der Schlagrhythmus. Moment. Finger abgerutscht. Entschuldigung. Nochmal. Also ihr kennt das hoffentlich, sonst würdet ihr euch wohl dieses Video nicht ansehen. So, das war die einfache Version. Zu lernen in, bummelig 20 Minuten vielleicht, wenn ihr euch nicht allzu sehr anstrengt und nur nebenbei lebt sozusagen. Nun gibt es aber die schwierigere Version. Und das kommt dazu, ich werde wahrscheinlich auch noch bald dann für Fortgeschrittene hochladen. Denn es ist so, je länger ihr solche Videos guckt und je öfter, desto besser werdet ihr natürlich auch und desto sicherer werdet ihr im Greifen. Das heißt also, ich werde auch bald eine Gitarrenspiele für Fortgeschrittene einführen. Das weiß ich nicht wann, momentan habe ich echt überhaupt keine Zeit. Ist schon ein Wunder, dass ich jetzt diese 10 Minuten oder was das hier werden habe. Aber ist egal, das gehört jetzt nicht hierhin. So, und zwar spielen wir jetzt wieder Smoke on the Water, aber diesmal noch mit Bassbegleitung. Deswegen war auch die Vorübung mit dem Blues Brothers. Alter, wie kann ich Blues? Blues Brothers. So rum. Auch mit diesen Achtelschlägen. Denn das brauchen wir hier jetzt auch. Oder eigentlich reicht jeder zweite Schlag davon, also ungefähr ein Viertelschlag. Aber mach lieber die Achtelschläge. Und zwar spielen wir jetzt halt nur Bassbegleitung. Das sind Achtelschläge immer hiermit. Und dann fangt ihr ganz normal an zu spielen. Moment, mal kurz gucken, Finger richtig sortiert alle, ja. Entschuldigt. Ich bin außerdem auf der anderen Seite. Komm nochmal. Hört sich das an, tut mir leid, ich bin gerade wieder ein bisschen aus der Übung, wie immer, aber ich habe jetzt wirklich seit, was weiß ich, einem Tag oder zwei nicht mehr das geübt, beziehungsweise ich übe das jetzt das erste Mal seit 3-4 Tagen und habe das letzte Mal nur eine Aufnahme gemacht, bei der ich nicht so weit gekommen bin, aber überlege ich mir, ob ich das rausschneide oder ob ich euch an meiner Dämlichkeit teilhaben lasse. Wahrscheinlich zweites. Okay, ganz wichtig hierbei ist halt, ihr spielt das, während ihr auch gleichzeitig noch das spielt. Das sieht vielleicht einfacher aus, als es ist. Denn es ist im Ernst, das sage ich nicht nur so, es ist wirklich hammerschwierig, das alles gleichzeitig zu koordinieren. Jetzt kann ich auch wieder Deutsch sprechen. Ist ja ein Wunder. Okay, und zwar, ich mache das immer so, ich mache vorher ein bisschen Leerlauf. Das heißt so, dass sich mein Daumen langsam an die Bewegung gewöhnt und so schnell ich damit aufhören möchte. Das heißt also, ich mache so und konzentriere mich dann nur noch auf die Zeige- und Mittelfinger bei mir, so dass ich dann und so weiter machen könnte, während ich noch mit dem Daumen spiele. Ganz wichtig ist, fixiert euch nicht auf den Daumen, nicht die ganze Zeit auf den Daumen gucken. Er macht nur den Grundrhythmus. Wenn da mal kurz was schief geht oder ihr zwei, drei Schläge auslasst, warum auch immer, dann ist das nicht allzu schlimm. Ja, ich bin auch ein Vollhorst. Naja, das war's dann eigentlich auch schon wieder. Tut mir leid wegen diesem etwas Überhasselten, denn ich muss gleich schon wieder los und es ist echt Scheißwetter gerade draußen. Ich hoffe, man erkennt was, denn ich habe hier schon meine Schreibtischlampe voll auf das Ding geknallt. Am letzten Mal hat man nichts gesehen, beim Mal davor war der Ton völlig verzerrt. Ich hoffe, das wird besser. Ich bin Don Jones und verabschiede mich hiermit von euch. Tschüss.